Nu, leider muss ich den letzten Part eben beenden, denn schnell, weil, ne, 31 Minuten war dann schon sehr kurz vor knapp. Deswegen haben wir jetzt sogar Zeit. Warte mal, wir können jetzt, weil wir ja gleich das mit der Schurkengilde einmal abgeben. Dann machen wir jetzt so ein kleines Wirrwarr hier. Und zwar gehe ich einmal ganz kurz nach hier hinten zurück. Dann machen wir einmal ganz kurz hier den Freibrief. Können die jetzt beim Feld mitmischen, mache ich aber nicht. Wir haben heute noch was vor. Also eigentlich, wenn es nach mir ginge. Wenn es eigentlich nach mir ginge. Wir werden heute die Main Quest oder die Main Quest möchte ich eigentlich heute bis 20 haben. Also nicht bis 20 Uhr, sondern bis Level 20. Ich hätte dann heute gern noch. Na gut, das Gebiet hier kriegen wir nicht komplett fertig mit denen. Okay, es sind ja nur noch diese hier. Mit den Nebenquests. Also, dann hätte ich gern heute noch einige der Nebenquests weg. Das wäre eigentlich noch ganz cool. Aber mal gucken. So, wir beginnen den hier einfach mal. Ja. Okay. Und das ist so eine Herbeiwink-Mission. Da müssen wir dann immer. Warte mal, wo ist es denn? Hier. So, das brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Okay, wir sind zu weit entfernt. Jetzt. Den kann ich einmal platt machen. So. Herbeiwinken. Ich bin zu weit weg. Komm hier, mein Kleiner. So, die 50% haben wir. Oh, okay, da ist einer. Den machen wir jetzt natürlich einmal hier fertig. Genauso wie den hier oben. So, dann einmal herbeiwinken wieder. Und wir haben es gleich. Und bis hierhin noch. Und wir haben ihn ans Ziel gebracht. Ja, einmal zurück. Zurück, Marsch, Marsch. Du hast den Auftrag erfolgreich ausgeführt. Gratuliere, hier ist deine Belohnung.
Yep. So, und jetzt können wir hier frei, wie wir wollen, Freibriefe machen. Das haben wir uns einmal freigeschaltet. Dann würde ich gerne hier einmal zur Siedlung. Wobei, nein, das war jetzt blöd, ne? Ich wollte eigentlich erst zur Schurkengilde und dann dahin. Ja, warte mal. Wir gehen, machen einmal kurz Rückführung. Und dann gehen wir hier einmal wieder zurück. Wenn man nicht immer so verpeilt wäre. So. So, dann einmal Schurkengilde. So. Dann können wir, wie gesagt, das für die Schurkengilde einmal abgeben. Dann haben wir hier an der Seite erstmal wieder frei. Für ein kleines Mädel hat diese Milala ordentlich Mumm und anscheinend hat sie ganz schön die Nase voll von Piraten. Es gefällt mir überhaupt nicht, nach der Pfeife von jemand anderem zu tanzen, aber das Henkische Weib hat recht. Der Kodex wurde gebrochen und wir haben einen Job zu erledigen. Es klingt allerdings so, als hätten diese Typen gewusst, worauf sie sich einlassen, als sie sich diese Schätze unter den Nagel gerissen haben. Du solltest dich darauf daher gut vorbereiten. Es ist an der Zeit für dich, das Kommando auszurauben zu erlernen. Wenn du jemanden auf die richtige Art und Weise zusetzt, dann springst du dabei deutlich mehr für dich raus, als wenn du ihm einfach nur einen Klaps auf den Hintern gibst. Wir werden uns hier noch über das weitere Vorgehen beraten müssen. Daher bleibt dir genügend Zeit, deine Fähigkeiten zu verfeinern. Vielleicht fällt dir dabei ja auch die ein oder andere Münze für dich ab. Vielleicht, ja. Nee, das gibt alles nur zwei. Komm, ich bin kein Fan von Hüten. Und wir können ausrauben. So, physische Attacke aus. Okay. Kommt aber dann. Huch. So, einmal dahin. So, gut. Wie gesagt, dann haben wir jetzt hier da die Bank weg. Drei. Sind Stufe 16. Und können jetzt mit unserem Hermetika der Hauptquest folgen. Alles wie es sein soll. Also eigentlich wollten wir ja mit den anderen Klassen die Hauptquest weitermachen, aber sie muss halt auch noch, oder die Klasse muss halt auch noch auf 15 kommen. Von daher haben wir sowieso keine Wahl. Weil wenn wir alles auf 15 haben, dann bin ich zufrieden. F. Goron, Kommandant Rainer hat uns Verstärkung zugesichert, aber ich hätte nicht gedacht, dass er dich schickt. Ich erkenne dich ja kaum wieder, du siehst ja richtig hartgesotten aus. Aber dir ist klar, dass das hier kein Zucker schlecken wird. Wir haben die Siedlung am Tölpelturm nach der Katastrophe mit unserem Blut und Schweiß wieder aufgebaut, nachdem wir alles verloren hatten. Damals haben wir uns nicht von der Härte des Schicksals in die Knie zwingen lassen. Wir werden auch jetzt nicht vor irgendwelchem Gesocks den Schwanz einziehen. Wir weichen keinen verdammten Ilm, verstanden? Ja. Und wie ich das verstehe. Huch, okay. Jetzt aber. Habe ich vorhin nämlich verpeilt. Da sind sie! Sie kommen! Was haben die Gelbjacken hier zu suchen?
Die Drechselläuse sollten noch woanders beschäftigt sein. Haben wohl die Karte verkehrt rumgehalten. Sollen wir dann lieber zurück und Verstärkung für von den Sahagi mitbringen? Vergiss es. Mit leeren Händen gehen wir nicht. Die Bürger lassen sie am Leben, verstanden? Sonst wird sich Leviathan stattdessen euch als Opfer nehmen. Weil die gelbe Plage könnt ihr gerne massakrieren. Sagt ihnen, was die plündernden Schlangen mit unerwünschtem Publikum machen. Diese verdammten Ratten. Dann war die Tümpelturm-Siedlung also tatsächlich ihr wahres Ziel. Trupp 1 und 2 schützt die Bürger. Trupp 3 hält uns den Rücken frei. Und wir hier werden dieses Schlangenbrut mal ordentlich aufmischen. Kommandant Rainer soll von unserem Sieg hören und von unserem Tod. Bitte nicht von unserem Tod. Für Limsa! Eigentlich für Limsa Luminsa, ich weiß auch. Für Limsa finde ich besser. Wir werden eure Eingeweiden in eure hübschen gelben Jäckchen packen. Okay. Er wird ja ganz sauber hier. Und auf geht's. Nein, heilen sollte ich vielleicht nicht unbedingt. So, das kann etwas dauern. Ich glaube, das war nicht gerade schlau. Oh Gott. Wollen die Heiler wie ich halt loswerden, ne? Oh Gott. Okay, den Heiler werde ich gerade nicht, oder kann ich gerade nicht loswerden. Muss mich erstmal um den hier kümmern. Das Schlimmste ist, ich muss den Heiler eigentlich loswerden. Der hält mir hier sonst ja alles weg. Warte. Okay, warum ist er jetzt... Okay, wegen irgendwas ist er fehlgeschlagen. Komm, wir machen einfach auf einfach. Ich hab's auch gesagt, überspringen. So.
Oh. Okay, den kann ich in dem Punkt nicht attackieren. Du Heiler ist weg. Okay, diesmal bin ich gestorben. Boah, das ist aber echt... Jetzt bin ich halt echt am Überlegen, ne? Gehe ich da wirklich als Dinges rein? Okay, warte. Kann doch nicht so schwer sein, ey. Also diesmal bin ich halt gestorben. Obwohl es eigentlich echt mega gut lief. Eigentlich. Weiß nicht, wir kümmern uns als erstes hier um den. Weil er halt allein ist. Warte, ihm können wir das einmal draufpacken, das einmal draufpacken, das einmal draufpacken. Dann machen wir hier ihn weiter. Was ist die Heilerin? Dann kommst du weg. Dann hier hinten. Dann einmal da raus. Gut, dann kümmern wir uns erstmal um dich. Ich glaube, diesmal sieht es ganz gut aus. Ja, ich glaube, diesmal sieht es gut aus. Auch, glaube ich, nur weil ich auf leicht gestellt habe. Also sehr leicht. Ich werde das jetzt auch so handhaben. Wenn ich es auf normal nicht schaffe beim ersten Mal, dann geht es auf einfach runter. Wenn ich es auf einfach nicht schaffe, dann geht es auf sehr einfach runter. Gut gemacht. Mit dem plündernden Pack haben wir aufgeräumt. Ich werde den übrigen mit ein paar Männern verfolgen. Es kann sein, dass da draußen noch mehr sind. Also pass auf. Hallo. Ah, ich verstehe.
Die Quelle deiner Stärke ist nun offenbar. Aber was hältst du hiervon? Zürnende Stimme der Schöpfung, sende mir empor eine Kreatur aus deiner unfassbaren, unergründlichen Tiefe. Hallo. Damit wird dein armseliger Rest an Standkraft gleich an der Wurzel ausgerupft werden. Ah, und es geht noch weiter. Oh, nein, heilen brauche ich mich noch nicht. Ach ja. Vor mir steht da hinten einfach erstmal nur und guckt so ganz geschillt zu. Ist du da? Hey. Da liegt er. Und Spielinhalt beendet. Huch. Ja, jetzt habe ich wieder verpeilt. Jetzt muss ich wieder wechseln. Nächstes Mal würde ich die Macht der Himmelsboten vernichten. Himmelsboten? Dann ist es so, wie ich befürchtet habe. Ein Aschien, also einer der Himmelsboten, wie die wilden Stämme sie nennen. Die Stifter von Chaos und Zerfall. Unser Verdacht war also berechtigt. Die Sahagin wurden tatsächlich von den Aschiens manipuliert. Und nicht nur sie. Ob ich deswegen von Shalayan hierher gekommen bin? Wieso weißt du, woher ich komme? Nein, du brauchst nichts zu erklären. Ich weiß, dass du mit einer besonderen Kraft gesegnet bist. Alles in Ordnung? Wenn ich gewusst hätte, was sich hier noch für Ungeziefer verkrochen hat, hätte ich ein paar Leute hier gelassen. Die Entführungsgeschichte der letzten Zeit haben wir jedenfalls aufgeklärt, was? Die Piratenbrut hat die Leute verschwinden lassen und wollte es hier wieder versuchen. Und dieser Bastard hier war die verborgene... Der verborgene Redelsführer. So kann man die Lage wohl zusammenfassen. Ich bin sofort gekommen, als ich seine Anwesenheit spürte. Aber einen solchen Kampf hatte ich nicht erwartet. Immerhin habe ich daraus wertvolle Erkenntnisse gewonnen. Dank der tapferen Ashkoran, wenn du nicht gewesen wärst, hätte es nicht gerade rosig ausgesehen. Und auch dir vielen Dank für deine Hilfe, Istola. Du und dein Bund der Morgenröte seid ein Segen für Limsa Lominsa. Ich wäre froh, wenn wir damit einen Schlussstrich unter die Entführungsfälle ziehen könnten. Du bist in etwas von großer Tragweite hineingezogen worden. Größer als du jetzt ahnst. Ich habe das Gefühl, dass wir schon bald Gelegenheit zu einem eingehenden Gespräch haben werden.
Aber fürs Erste musst du die Angelegenheit hier zu Ende führen. Berichte Kommandant Rainer und bestelle ihm Grüße von mir. Das werden wir. Nur, was ist das? Okay. Dann können wir jetzt einmal wieder zurückgehen. Also jetzt kann ich die Katze da wieder hinsetzen. Unsere kleine Nom-Katze. Nom, 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 nom. Ach ja. So, dann bist du, glaube ich, einmal zur Marodeur-Gilde. Ich bin zum Falschen gegangen. Aber passt schon. Jupp, sag ich ja. Marodeur-Gilde, bitte. Einmal komplett verklickt. Aber kann passieren, ne? Kann passieren. Korn, du bist, da bist du ja. Ich habe schon mit Ungeduld auf deinen Bericht gewartet. Du sollst dir Unglaubliches verbracht haben. Ich und meine Leute schulden dir Dank. Ein starker Arm, unbeugsamer Wille und ungetrübtes Urteilsvermögen. Du besitzt alle Qualitäten einer wahren Kämpferin. Sei dir sicher, dass du einmal eine bedeutende Rolle in Eorzeas Schicksal spielen wirst. Es ist nur eine Frage der Zeit. Bardorn hat ein gutes Auge für Leute mit Potenzial. Das muss man ihm lassen. Und der Admiral wird genauso beeindruckt sein, wie prächtig du dich hier in Limsa machst. Ich muss gestehen, dass du auch mein persönliches Interesse geweckt hast. Wärst du vielleicht bereit, uns ein paar von deinen Erlebnissen zu erzählen? Istola arbeitet nun schon eine ganze Weile mit uns zusammen, als sie dir das erzählt. Deswegen können wir glücklicherweise auch diesmal auf ihre Hilfe zählen. Aber nun, da du so eine beeindruckende Leistung bei dem Vorfall mit der Victory gezeigt hast, ganz zu schweigen von dem Kampf an der Türbeturm-Siedlung, bist du ganz oben auf der Liste der verdienstvollen Personen. Der Admiral! Escheron, darf ich dir Admiral Blöfwiswin vorstellen? Oh Gott. Blöfwiswin, glaube ich. Du bist also die Abenteurerin, von der mir berichtet wurde. Ich bin Melve Blufiswin. Blufiswin, okay. Admiral des Mahlstroms. Im Namen von ganz Limsalominsa danke ich dir. Hier, nimm das als Belohnung für deine Hilfe. Schließlich lebt niemand von Luft und Ehre allein. Baderon und Kommandant Rainer haben mir alles über deine Heldentaten erzählt, die du seit deiner Ankunft in Limsa begangen hast. Bitte
Leiste uns bei dem kommenden Festessen Gesellschaft. Der redet komisch. Schließlich hast du die finsteren Machenschaften der Sahagin unterbunden. Das muss gefeiert werden. Oho! Redet, als wären wir Idioten. Eine persönliche Einladung. Also, wir sehen uns beim Festessen. Sei bitte pünktlich. Ohne unseren Ehrengast werden wir kaum anfangen können und einige der Piraten werden ziemlich mürrisch, wenn sie zu lange aufs Essen warten müssen. Huch. Ja. Und eigentlich geht das Ganze jetzt erst los. Und wir sind Stufe 15. Sehr schön. So. Das hier wird jetzt natürlich wieder unser Charakter, mit dem wir die Nebenquests machen können. Und die Klasse ist jetzt natürlich auch eine der Klassen, die safe ist, sozusagen. Mit denen jetzt nicht mehr großartig viel passieren kann, weil wir haben sie jetzt auf 15 gelevelt. Ist ähnlich wie mit dem Marodeur. Mit dem Marodeur würde ich die Hauptquest eigentlich nicht fortführen erstmal. Weil der Marodeur ist nicht eine der 10 Klassen, die ich aktiv spielen möchte erst einmal. Ich würde gern mit dem Gladiator dann quasi fortführen. Den Schurken werde ich weitermachen. Beim Hermetiker überlege ich es noch. Also vielleicht wird auch der Marodeur der für die Nebenquest und das hier wird das mal Hauptquest. Mal gucken. Aber ab hier an, jetzt wo wir alles auf 15 haben, ist es für mich natürlich ein leichtes zu sagen, die Klasse gibt es erstmal hier nicht mehr zu sehen. Und das wird für den Marodeur der Fall sein. Beim Hermetiker, wie gesagt, muss ich gucken. Den Schurken spielen wir jetzt erstmal aktiv für die Hauptstory. Und Hauptstory wird es jetzt in den nächsten Parts auch erstmal geben. Zumindest in den nächsten 2 Parts, sag ich jetzt mal. Denn wie gesagt, zum Leveln, sobald wir die erste Indie freigeschaltet haben, haben wir alle Möglichkeiten zu leveln. Und deswegen wird jetzt erstmal nur Hauptstory kommen, bis ich sag einfach mal, bis Level 20. Beziehungsweise ich will ja alle 2 Klassenstufen mäßig, quasi mit 25 will ich dann halt wieder Klassenquests machen. So, dass es sich ja lohnt. Aber mal gucken. Es kann ja auch sein, dass die ganzen Klassenquests länger brauchen. Also, wir schauen einfach. Aber wir werden hier den Part jetzt natürlich erstmal beenden. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.